Hallo, Jörg Fuhrmann hier aus dem Freiraum-Institut. Schöne Grüße vom Bodensee an alle Männer. Also, und vielleicht auch deren Partnerinnen. Immer wieder haben wir dieses Phänomen hier, dass das Telefon klingelt, ein Mann dran ist, verzweifelt ist. Ich oder wir brauchen Paarberatung. Ich frage, wie schlimm ist es? Er sagt, sie packt die Koffer. Das ist meistens dann zu spät. Besser wäre, vorher was zu machen. Wenn eine Frau bei dem Mann in die Tiefe gebohrt hat, also der Seele gebohrt hat, und wie bei einer Rigipswand mit dem Bohrer ins Leere gerutscht ist, dann ist da meistens nicht mehr viel zu holen für den Mann. Das ist wirklich so. Und ich glaube, Männer verkennen die Tatsache, dass Frauen sich doch mehr diesem seelischen, unbewussten verbunden fühlen, als wir das gemeinhin tun, von Natur aus meine ich, alleine durch die mondzyklischen Prozesse von Menstruation oder auch von durch die Schwangerschaft und dann Geburt sind Frauen diesem feinstofflichen, diesem emotionalen, diesem seelischen einfach näher und verbundener. Und das wussten alle alten Kulturen. Und in der Regel war es auch so, dass man kein richtiger Mann in Anführungsstrichen werden konnte, wenn man nicht selber gewisse Dinge durchlaufen hat, Geriten durchlaufen hat, die dann das Herz auch geöffnet haben. Und man kommt als Mann tatsächlich durch die Welt recht gut durch, ohne das, also durch die heutige Welt. Also ob man gut durchkommt, wage ich in Zweifel zu ziehen, aber man schafft es, so meine ich. Und das erlebe ich hier auch immer wieder. Und das hat auch nichts mit Alter zu tun. Das ist eher eine Frage von vielleicht von Weisheit. Und die hat wiederum auch mit dem Alter nichts zu tun. Natürlich gibt es eine Altersweisheit und es gibt auch was, so was Altkluges. Aber was ich aber meine, ist was anderes. Und das ist so eine gewisse Qualität der Öffnung, die braucht eben diese Erfahrungen. Und Männer haben natürlich auch häufig im Leben Glück, dass sie durch schwierige Erfahrungen vom Leben da reingepusht werden. Das ist gar keine Frage. Ja, das können alle möglichen Zustände sein, die durch Krankheit, extreme Erfahrungen wie Nahtoderfahrungen und so weiter hervorgerufen werden. Unfälle, ne, und sowas. Oder Schicksalsschläge auch, Krisen. Aber der eine oder andere, und ich glaube, das sind die meisten, schaffen es recht gut dadurch, um das, also ohne das und umgehen das in irgendeiner Art und Weise. Und bewegen sich dann hauptsächlich auf dieser Horizontalen. Und die Frauen scheinen ab einem gewissen Alter zumindest irgendwie was anderes zu suchen, was mehr Tiefgang noch hat und mehr Substanz hat. Und früher war das eben nicht möglich, weil man ökonomisch abhängig war. Und heute geht das eben doch wesentlich öfter. Und dann biegt halt einer oder beide irgendwie ab. Und ich lade die Männer herzlich ein, diesbezüglich mehr bei sich in der Tiefe zu schauen, gar nicht so viel zu den Frauen zu schauen, was die wollen, weil dieses Frauenversteher-Ding, das halte ich für einen völligen Trugschluss. Wir können die Frauen im Grunde nicht verstehen. Wir können uns nur selber verstehen. Und wenn wir uns selber verstehen, können wir einen Resonanzboden bilden. Wenn dann die Frau oder die Partnerin in Kontakt gehen will, dann kann das auf einer bestimmten Ebene erfolgen, wo sie das auch braucht. Und wenn sie das eben nicht findet, dann ist es schwierig. Und das verstehen viele nicht. Und das ist wirklich ein Aufruf zum Wachstum und das kann man auch gemeinsam machen als Paar. Ich glaube, das hat auch noch nicht mal unbedingt was mit Mann und Frau alleine zu tun, sondern das ist ja auch interessant, bei homosexuellen Paaren ist das ja auch so, dass da einer die eine Rolle und die andere Rolle irgendwie übernimmt und
Ja, mit Menschen aus dem Bereich habe ich auch gearbeitet, also mit Paaren, und die haben interessanterweise die gleichen Probleme. Ja, die sagen dann so ein bisschen zynisch, ey, du bist ja voll hetero. Also wenn du irgendwelche bestimmten Eifersuchtsthemen am Laufen hast und sonst was, ja. Also von daher ist das alles gar nicht so weit weg. Und ich denke grundsätzlich natürlich, dass auch viele Männer einen Zugang dazu haben, und es gibt auch viele Frauen, die einen Zugang zu dieser Ebene auch nicht mehr haben heutzutage. Die sind auch von ihrem, ja, Erdverbundenen und so weiter, von ihrem Emotiven weg. Gar keine Frage. Aber die Männer haben definitiv Nachholbedarf. Und das sieht man auch bei den Jungs schon in der Schule und so weiter. Das hat natürlich was damit zu tun, dass die männlichen Vorbilder fehlen. Aber es ist auch eben dieser eine Aspekt, den ich gerade sagte, was die alten Kulturen alle wussten, dass es eine Art Initiation braucht in ein anderes Bewusstsein für die Männer, weil die Frau das ein Stück weit von Haus aus in der Regel schon mitbekommt. Im doppelten Sinne von in der Regel. Also, in diesem Sinne wünsche ich eine gute, gute Selbsterforschung und Selbsterfahrung. Schöne, schöne Grüße von Jörg Fuhrmann. Tschüss.